Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Liebe Grüße aus meinem Urlaubsort. Idyllisch, oder? Nee, ich bin hier auf dem Neupatzer See und sitze in der Lusoria Rhenana. Das Boot ist schon ein Schmuckstück. Eine originalgetreue Rekonstruktion eines römischen Flusskriegsschiffs aus der Spätantike. So heißt es in dieser Broschüre. Na dann, ruder ich mal los. Ach, ich bin ja alleine. Es braucht mindestens 12 Leute. Übrigens eine biblische Zahl. Also 12, die rudern können und Kraft haben. Demnächst werden wir, die Kirchengemeinden Jockrim und Erlenbach mit den 4 Dörfern, einen Familiengottesdienst feiern auf der Lusoria Rhenana in Kooperation mit dem Verein, der dieses Römerschiff betreut. Herzliche Einladung also zum Gottesdienst am Sonntag, den 4. September um 11 Uhr hier. Entweder auf dem Schiff rudern oder eben rudern lassen. Aber wenn niemand rudert, dann bleibt das Schiff im Hafen. Aber das kennen wir ja. Der macht das, die macht das. Nein, es muss eine Mannschaft sein. Und noch etwas. Sie müssen natürlich in die gleiche Richtung rudern. Aber das ist ja klar. Alleine habe ich hier keine Chance. Und selbst wenn, allein macht es ja gar keine Freude. Wie bei vielen Dingen im Leben. Allein ist es öd. Und da kommt ja auch nichts in Gang. Ich brauche die Gemeinschaft mit den anderen. Beim Spiel, Brettspiel, Gesellschaftsspiel oder Ballspiel. Und eben auch beim Rudern dieses Römerschiffs. Übrigens auch im Gottesdienst. Wenn nur Geistliche und Organist, Organistin anwesend sind, ist das nicht der Sinn der Sache. Da kommt auch keine Gemeinschaft auf. Ein bekanntes Lied erzählt davon. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Zweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Also, wir rechnen mit dir. Und dann heißt es am 4. September, Schiff Ahoi! Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.